meine Herren, die Auswahl ist nicht getroffen, aber es wurden viele Bilder eingereicht. Wie sieht es denn aus, Ihrer Meinung nach? Schöne Bilder, tolle Bilder, bis jetzt erfolgreich? Ist die Aktion verlaufen oder? Ja, wir sind fasziniert von der Auswahl, die uns da geboten wird, von der Vielfalt auch und auch von der Anzahl. Bei über 200 Bildern, damit war nicht zu rechnen. Und ich glaube, die Jury hat mit Sicherheit keinen einfachen Job da, die Gewinner rauszusuchen, weil, also nach meinem Dafürhalten hätte jeder einen Preis verdient an der Stelle. Ich weiß nicht, wie Sie es sehen, Herr Wedeling. Ja, wie geht's denn jetzt erstmal weiter? Ja, wir haben ja die Jury, sind wir gerade dabei zu erstellen und dann werden wir schauen, dass wir in den nächsten 2-3 Wochen die Sachen einen Termin machen, die Auslosung dann machen und dann wird die Jury entscheiden und es soll dann anschließend auch von den vielfältigen Bildern hier auch ein gesamtes Album zusammengestellt werden. Und die Bilder, die werden ja dann irgendwie zusammengefasst und nicht unter ferner Liefen entsorgt, oder? Nein, wir haben auch hier eine Ausstellung geplant, dass also die Fotos hier in der Bank auch ausgestellt werden, dass jeder auch gucken kann und da sollen alle 200 Bilder auch mit dabei sein. Ja, super, dann warten wir mal ab, was dabei rumkommt. Vielen Dank. Gerne. Herr Rabe, eine wunderschöne Auswahl. Wenn man das so sieht, die Leute, die Fotos machen, es gibt doch mehr Qualität, als man so denkt, oder? Ja, doch, also die erste Auswahl ist schon nicht schlecht. Ist natürlich jetzt auch die Sache, wenn die anderen beiden Jurykollegen dazukommen, wie die das dann natürlich auch aus der Distanz, die ja Erle gar nicht kennen, sehen. Aber das, was ich bisher so aus den Bildern hier, die präsentiert wurden, gesehen habe, sind da schon sicherlich 2-3 preiswürdige Motive dabei. Also ja. Schon ein Favoriten, wenn ich mal fragen darf? Ja, habe ich, aber da sage ich natürlich zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu, weil die Jury ist nicht vollständig und das wäre nicht fair. Aber es ist auch mal eine gute Gelegenheit, bei so einer Ausschreibung auch mal das Dorf zu präsentieren von einer ganz anderen Seite, oder? Ja, ich glaube, diese Fotos zeigen, wie die Leute, die hier leben, ihr Dorf sehen und die Menschen in dem Dorf. Und das ist natürlich eine ganz spannende Perspektive. Das gibt ein ganz großes Meinungsbild, glaube ich. Okay.